Markus. Ja, liebe Zuschauerinnen, Zuhörerinnen, wir sind wieder beim wöchentlichen Verantwortungstreff. Nach dem Motto, einmal die Woche, vielleicht ein Stündchen oder auch zwei, über das Thema allgemeine Verantwortlichkeit nachzudenken. Und die Umstände, wenn ihr Nebengeräusche hört, ist heute so, dass eine gute Luis und ich bei einem Autokorso gegen die Corona-Maßnahmen in Berlin sind. Also um hier unser Mögliches zu tun, uns dagegen zu stellen, dass die Gesellschaft in eine digitale Willkürdiktatur umkippt. Ja, ansonsten setzen wir ein Stück weit fort, was wir am Mittwoch hatten. Und zwar ein Konfliktklärungsgespräch, bei dem wir vor allem zum Thema kamen, wie sieht es aus mit esoterischen Argumenten als Ablenkung davon, hier die eigene Handlung auch wirklich so stark wie möglich für gute Veränderungen in der Welt einzusetzen. Oder kann es dabei vielleicht sogar eine Unterstützung sein? Und ja, dann gebe ich mal weiter für den ersten Redebeitrag an den Dylan. Ja, vielen Dank. Vielleicht Mikro ausschalten, ja, genau. Ich hoffe, ihr hört mich gut. Also meine erste Aussage heute ist, dass ich im Moment ja überall allen Leuten rate, zu einer Doppelmitgliedschaft in die Basis und die Kompetente. Also die Basis und die Kompetente. Beide Parteien sind offen für Mehrfachmitgliedschaften oder Doppelmitgliedschaften und da empfehle ich dazu. Übrigens hat jetzt auf der Homepage der Kompetenten ist jetzt noch öfters die freie Argumentekultur genannt. Ich weise mal darauf hin auf die Homepage freie-argumente-kultur.net. Da geschieht interessante Diskussionen und so weiter. Da könnten wir die neue Welt entwerfen, die neuen Staaten und die neue Kommunenform. Denn ich gehe persönlich davon aus, dass bisher die Kommunen noch nichts waren, sondern dass wir jetzt das Know-how haben und mit dem Dreamteam Öff und Dylan haben wir die ideale Supervision für Kommunen, dass sie es wirklich schaffen können. Das werden wir auch gleich praktizieren. Dann hier ein Stück Kommunenarbeit, ein Ausschnitt aus dem Plenum, die Fortführung des Mittwochs. Aber jetzt noch mal kurz zur Basis und zur politischen Ebene, im Sinne der doppelten Doppelschienigkeit. Die Basis, generell stellt sich jetzt die Kompetente ganz bewusst Richtung Gemeinwohlwirtschaften. Also unser Stichwort heißt Kapitalismus oder Gemeinwohlwirtschaften. Und die Basis, da heißt es eher soziale Dreigliederung nach Rudolf Steiner oder Kapitalismus, ja. Und wir sagen, nein, das ist die falsche Entscheidung. Gemeinwohlwirtschaft ist viel besser. Gerade ist auch eine Sendung veröffentlicht worden von KenFM mit einem Vertreter der Gemeinwohlökonomie, einem früheren Präsidenten oder Vorsitzenden der Sparda Bank München, ja. Und ja, also das heißt Gemeinwohlwirtschaft, da kommen wir nicht dran vorbei, auch wenn ich natürlich die GWÖ, die Gemeinwohlökonomie, für wesentlich schlechter halte als die GWO, die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung der Next Scientists for Future.de. Ja, dann die Sichtung im Internet übrigens hat wieder ergeben, mein Tipp an Sie alle, es sind wirklich nur 1% brauchbare Videos mit guten Inhalten. Das meiste nervt einfach nur, weil es einfach inkompetentes Zeug ist und oft auch nur Abzocke und Geschäftsmodelle sind, wo die Leute im Sinne von Scharlatanerie einfach in die Irre geführt werden. Aber jetzt nochmal zum zweiten Fehler. Ich habe eben ja schon angedeutet, dass die Basis erstens den Fehler macht, auf die soziale Dreigliederung zu setzen, statt auf Gemeinwohlwirtschaft. Das wird nicht zünden. Dann die ganze Grundidee der Basis ist offensichtlich auch nicht zündungsfähig, leider, weil die ganze Grundidee der Basis letztendlich ist, die arbeitsteilige Gesellschaft im Bereich der Politik zu beenden und quasi für die Wählerinnen den Zusatzberuf Politik für 45 Millionen Wählerinnen einzuführen. Und ich glaube, das stößt auf keine Gegenliebe. Die Wählerinnen haben keine Lust, einen Zusatzberuf Politik zu bekommen. Die Kompetente
macht das aus unserer Sicht ja richtig. Sie will zum Beispiel mit der Wohlfühlstimme als basisdemokratischen Dauervolksentscheid nur 0,1 Stunden mal 45 Millionen Wählerinnen circa alle 3 Monate im Durchschnitt. Das ist ein ganz geringer Zeitaufwand, belässt also die Arbeitsteilung bestehen, und wir beschränken uns darauf, dass wir im arbeitsteiligen System die Politiker richtig motivieren. Bis jetzt besteht ja die Leistungsmessung der Politiker daraus, dass ich als Wähler eigentlich nur die Möglichkeit habe, vage Vermutungen anzustellen. Zum Beispiel, wenn ich hier in Nordrhein-Westfalen gerade von der CDU regiert werde, kann ich nur darüber spekulieren und fantasieren, ob es mir besser gehen könnte, ob ich mich wohler fühlen könnte, wenn in Nordrhein-Westfalen die Grüne als größerer Partner mit der CDU koalieren würden. Ob es mir da besser ging, kann ich nur völlig willkürlich spekulieren und fantasieren. Und das gibt immer eine unseriöse Wahlentscheidung sozusagen. Während wenn ich die Wohlfühlstimme habe, dann habe ich harte Daten über die Wirkung der verschiedenen Landesregierungen auf das Wohlfühlen der Wählerinnen. Und daran kann ich mich orientieren. Da kann ich beim Bundeswahl, kann ich überall transparent erfahren, welche Regierung was bringt. Und dadurch können wir die Arbeitsteilung bestehen lassen, denn die Arbeitsteilung hat bisher Vor- und Nachteile gehabt. Wir von der GWO, der gemeinwohlorientierten Wirtschaftsordnung, wir nehmen einfach die Nachteile des arbeitsteiligen Systems weg, während die Basis auf die Karte setzt, quasi die Arbeitsteilung im Bereich der Politik abzuschaffen. Und die Frage ist, ob das die Wähler wollen. Da habe ich mittlerweile große Bedenken, weil Parteien, die Volksentscheide zum Beispiel wollten, bisher überhaupt nicht gewählt worden sind in Deutschland, und das schon seit Jahrzehnten nicht. Und deswegen habe ich da große Bedenken. Ja. So, und jetzt nochmal, jetzt eröffne ich quasi unser heutiges Plenum, Kommunenplenum sozusagen. Jetzt verlassen wir die Ebene der Politik und gehen zu heute Abend zur Ebene des Plenums einer idealen Kommune. Wir fantasieren uns jetzt im Moment gerade eine ideale Kommune. Im Moment haben wir nur da Öff und Luis und Dylan. Ja. Und erstens, Luis, meine erste Ansprache an dich jetzt in dieser Plenumsgeschichte. Du sagst immer wieder, dich würde es stören, dass Dinge wiederholt werden, dass ich Dinge zum 10. Mal wiederhole. Ich habe die letzte Sendung am Mittwoch angehört und sage, wir wiederholen viel zu wenig. Ich bitte dich, Luis, unbedingt zu wiederholen, immer wieder zu wiederholen, wie du denkst und was du denkst. Denn ich merke beim Anhören der Sendung, dass ich manchmal die Hälfte von dem, was du gesagt hast, überhört habe, mir keine Notizen dazu gemacht habe und erst im Nachhinein ich erkannt habe, wie viel auch zum Beispiel gute Sachen Öff in dieser Sendung gesagt hat. Das heißt, wir müssen viel mehr wiederholen als bisher, weil damit wir immer wieder an die entscheidenden Punkte rankommen. Ja? Also ich plädiere ganz stark für ganz viel Wiederholen, weil man doch vieles überhört in dem Eifer des Gefechts einer so spannenden Sendung, ja, in der wir uns ja gerade befinden. Und sozusagen jetzt noch mal so ein paar Punkte, die von Mittwoch so mir noch übrig geblieben sind, sowieso, um dich, Luis, gleich noch mal da anzusprechen. Zum Beispiel das positive Denken ist deswegen so schädlich, aus meiner Sicht von dieser esoterischen Geschichte, weil da man dann in die Versuchung kommt zu denken, ich tue doch mit ein paar positiven Gedanken genug für die Besserung der Welt. In Wirklichkeit bewirken diese Gedanken rein gar nichts. Also auch wenn 10 Millionen Menschen ideale Gedanken von der idealen Welt gemeinsam haben würden, würde nichts davon passieren, solange es nicht in einer politischen Partei umgesetzt ist oder in einer Kommune ganz real und ganz konkret gelebt wird. Aber die Esoterik,
die ist voll von verführerischen Illusionen, bringt einem ein gutes Selbstbild und erzeugt ein gutes Selbstbild, so nach dem Motto, ich bin ja ein guter Mensch, indem ich Esoterik praktiziere, aber in Wirklichkeit macht man gnadenlos weiter mit dem Kapitalismus und im Kapitalismus, und deswegen ist für mich die Esoterik eine abzulehnende Weltreligion, ja? Und dann nochmal, du hattest was erwähnt, Louis, mit Liebeskummer am Mittwoch, das habe ich völlig überhört, da hätte ich unbedingt drauf eingehen sollen, ja, dass also bestimmte Sachen, die da trösterisch geholfen haben, und ich habe ganz vergessen, dir zu sagen, Louis, dass mir die Naturwissenschaft geholfen hat, dass ich nie Liebeskummer mehr bekommen habe. Ich habe einfach nie mehr Liebeskummer bekommen, weil ich ein natürliches Verhältnis zum Thema Liebe und Sexualität bekommen habe und außerdem so viele Freundinnen hatte und so viel Liebesglück in meinem Leben hatte, leider im Moment gerade nicht, aber so viel hatte, dass ich wie ein Bonobo niemals Liebeskummer empfunden habe. Also das heißt, mein Hinweis an dich, Louis, wäre, die Esoterik bringt dir vielleicht Trost beim Liebeskummer aus, durch trügerische Gedanken, durch irreführende Gedanken, die dich dann trösten irgendwie. Aber die Naturwissenschaft, wenn du sie wirklich beherrschen würdest, bringt dir die Situation, dass Bonobos nämlich gar keinen Liebeskummer mehr zu spüren. Liebeskummer ist ein unnatürliches, kapitalistisches Phänomen und völlig überflüssig für gesund, für in einer gesunden Welt gedacht. In gesunden Kommunen würde es keinen Liebeskummer mehr geben. Ne? Ja, das war, insofern ist hiermit das Plenum eröffnet. Und Louis, bitte, du kriegst jetzt deine ersten 5 Minuten auf das, was ich eben alles gesagt habe, nochmal anzuknüpfen an Mittwoch, was ich eben gesagt habe und was dir jetzt vielleicht einfällt. Ja, Mikrofon wieder anschalten und Louis, bitte loslegen. Deine 5 Minuten laufen gleich, wenn du es anfängst. Ja, hallo liebe Zuschauer. Die Situation ist ein bisschen herausfordernder als sonst wegen unserer Teilnahme im Autokorso. Es wird fleißig gehupt, gerade hört man Sirenen, ab und zu wird geschimpft vom Fahrer. Und ich merke, wie ich nicht so den Biss habe, auf gewisse Sachen einzugehen. Und teilweise auch schon wieder Sachen vergessen habe, aber wir können ja mal das Beste versuchen. Also mit dem Wiederholen ist interessant. Ich habe auch schon festgestellt, durch nochmaliges Anhören von einer anderen Sendung, ja, wie teilweise die Konzentration nicht da ist. Andererseits kann ich einfach feststellen, also ich sowohl, dass es mir hilft zu wiederholen, als auch, dass es mir nicht hilft. Und ich würde einfach der Ausgewogenheit halber vorschlagen, dass man sich zum Beispiel Dylan, du hast, mir ist besonders deutlich, wie du meintest, Obdachlose nennen dich Kollegen, während du Musik machst auf der Straße. Und wenn du dir jetzt vorstellst, sie würden das die ganze Zeit immer wieder wiederholen mit der Begründung, dass du offensichtlich die Menschheitskollegialität beim ersten Mal nicht verstanden hast. Ist die Frage, ob das dann quasi dazu führen würde, dass du sie bei zunehmender Wiederholung verstehst oder dass du immer stärker auf Abstand gehst und einfach nur noch wegrennst vor den Menschen, wenn er dir nicht aus deinem Dunstkreis dich, ja, also wenn er dir nicht mehr auf die Fälle rückt. In einer Kommune würde ich sie sofort, ich stoppe deine Zeit, damit du, ich stoppe deine Zeit, in einer Kommune würde ich da sofort also wegen eines Konfliktes würde ich sofort einen Konfliktbox eröffnen, wegen Beleidigung, nämlich wegen, wenn mich ein obdachloser, besoffener Kollege nennt, das empfinde ich als tiefste Beleidigung. Damit habe ich nichts zu tun. Das nur so am Rande. Weiter, bitte Louis, weiter, du hast noch munter Zeit. Ja, also ich würde darum bitten, keine Unterbrechung inhaltlicher Form, höchstens Nachfragen akustischer Art oder sinnzusammenhängender Art. Danke, aber mach wie du denkst, ist meine Ansage allerdings. Ja, also genau, schon, aber wenn, also ich meine, worauf ich hinaus will, wenn jemand einen Sachverhalt verstanden hat und den einfach anders sieht, also ich sehe das anders mit dem Dream Team. Ich finde das ein nettes Angebot und auch nicht wertlos.
Aber ich denke, das ist übertrieben und kontraproduktiv, vor allem wenn dann eben das Vertrauen eher schwächer wird, dadurch, dass Sachen trotz Gegenbitte und trotz verstanden worden sein wiederholt werden. Und also das zum Thema Wiederholen. Interessant, deine Äußerung zu naturwissenschaftlichem Verständnis, heilsam bezüglich Liebeskummer. Vielleicht komme ich da auch hin. Vielleicht kommst du auch dahin, dass du Naturwissenschaft. Im Moment ist der Ton sehr schlecht. Bitte nochmal wiederholen die letzten drei Sätze. Der Ton ist sehr schlecht im Moment. Danke. Ja, die letzten drei Sätze schwer für mich zu verstehen. Also jedenfalls kannst du mir sagen, inhaltlich, wie weit du gehört hast. Irgendwas ist mit der, vorhin war die Handyverbindung sehr gut, aber jetzt ist sie sehr staccato-mäßig. Ich höre dich, ich kann dich kaum verstehen. Ich kann vielleicht mal ein bisschen helfen. Es ging um den Liebeskummer. Weil meinte, hoffentlich kommt er da auch hin, den nicht so zu haben wie du. Vielleicht kommst du da hin, dein naturwissenschaftliches Verständnis etwas zu erweitern. Und da muss irgendwo dann die Unterbrechung gewesen sein. Also damit will ich nicht darauf hinaus, dass du weniger Verständnis hast als ich. Ich sehe nur die Möglichkeit, dass man naturwissenschaftlich, ja, das ist ein, also man kann das eben verschieden sehen. Nur dies und das ist naturwissenschaftlich oder die Tatsache, dass irgendwelche Gedanken in meinem Hirn sind und ich den möglichst offenen Umgang damit praktizieren möchte, im Gegensatz zu ich habe diese und jene Studie gesehen und daraus leite ich jetzt eine Gesamtsituation ab und öffne mich nicht für Gegenströmungen zu dieser Gesamtmeinung. Ja, also gut, das so nebenbei, was mich zu dem Thema bringt, Dylan. Ich wäre total neugierig zu hören, welche Studien esoterische Behauptungen widerlegt haben. Vielleicht könnte ich ja dann das genauso nachvollziehen oder halt ja, also deine Meinung quasi überzeugend finden. Im Moment weiß ich halt nur, dass du Studien hast, aber nicht, was sie gesagt haben. Und generell ist es so, also wenn du sagen würdest, dein Weltbild ist so und so und du wärst höchst überrascht, wenn was zutreffen würde, was deinem Weltbild entgegensteht, dann hätte ich da viel mehr Vertrauen, als wenn du ausschließt, dass etwas, was deinem Weltbild entgegensteht, nicht zutreffen kann oder zutreffen kann. Ja, so viel erstmal von mir. Ich gebe weiter an Öffi. Ja, danke schön an meine Vorredner. Also ich kann sagen, dass zu Einzelthemen wie mit dem Wiederholen, ich glaube, dass da die Menschen sich aufeinander einstimmen können am besten. Also ich habe bei diesen einzelnen Dingen jedenfalls keine so feste Meinung, dass man es so oder anders machen müsste. Tatsache ist natürlich, dass die großen Vorbilder wie Buddha, Jesus zum Teil auch, aber sehr stark auch Sokrates, dass das große Wiederholer waren, um zusammenhängende Gedanken oder Argumentationsfäden zu pflegen und auch einander zu helfen, diese Fäden so im Kopf zu behalten und zu verfolgen. Ja, aber da kann man aus meiner Sicht schauen, was die Beteiligten als vorteilhaft für sich empfinden mögen. Und ich arbeite an solchen Stellen ja super gerne mit der Kombination von Methoden, also verbalem Gespräch wie jetzt hier am Telefon oder in irgendeinem Chat und der schriftlichen Form begleitend auch in einem Forum, weil ich denke, dass dann diese Notwendigkeit der Wiederholung nicht so gegeben ist. Also man kann ja einfach zurückverweisen oder hat den Faden verlässlicher in der Hand. Und damit komme ich genauso auch zu den Punkten, über die wir jetzt viel uns unterhalten haben, wie gewichtig ist sogenannte esoterische Theorie. Ich bin ein Fan auch möglichst gediegener Wissenschaftlichkeit, allerdings auch der Fantasie, ne? Der Fantasie, andere Theorien und sowas zu entwickeln, die vielleicht auch teilbestätigt sein können.
bin aber ansonsten ein Fan möglichst gründlicher Wissenschaftlichkeit. Aber der wichtigste Punkt ist dabei für mich eh, dass ich glaube, wenn wir als Menschen ehrlich und vernünftig die Dinge betrachten, dann können wir zu dem Ergebnis kommen, dass für die Grundlagenwissenschaft, ich nenne es auch in einzelnen Menschen individuelle Elementarwissenschaft, also was ist eine Grundwerteorientierung, um mit Werkzeugen oder auch Werkzeugwissen überhaupt gut oder verantwortlich umgehen zu können? Was sind seine Maßstäbe für Vertrauensprüfung anderer Menschen und Quellen, sodass er weiß, also was und wie kann er selbst so prüfen, dass er sich dabei vertrauen kann und wie kann er anderen Menschen so vertrauen, dass er von ihnen auch was übernehmen kann? Also diese individuelle Elementarwissenschaft, die aus meiner Sicht die Grunddisziplin der Wissenschaft überhaupt auch sein müsste. Diese Wissenschaft bietet dann einen Schlüssel, um zu den entscheidenden Verantwortungserkenntnissen, die die Wissenschaft liefern kann, hinzukommen, ohne sich durch irgendwas ablenken zu lassen. Und das können auch ganz gesicherte andere Wissenschaften sein. Also jetzt nehmen wir an, jemand ist Fan der Naturwissenschaften und steigert sich in irgendeinen Teilbereich der Physik hinein und behandelt deshalb nicht nennenswert die Verantwortungswissenschaft, blendet das sozusagen aus oder unverhältnismäßig blendet er es aus, dann können nicht nur esoterische Theorien, sondern auch handfeste, bewiesene wissenschaftliche Theorien können eine verhängnisvolle Ablenkung sein. Und insofern, ich glaube, dass wenn wir ehrlich und vernünftig auf das Ganze schauen, dass wir sehen können, nichts dürfte uns davon ablenken oder in Widerspruch geraten zu einer ausreichend solide werdenden Verantwortungswissenschaft, auch im Leben eines jeden Einzelnen. Gut, das dazu. Ansonsten, also ich finde es schön, die Vorstellung, dass wir auch mal wie ein Plenum, also wie eine virtuelle Kommune versuchen, uns miteinander auszutauschen. Und da kann ich eben sagen, nochmal auch mit Blick auf das, was konkret läuft, man kennt mich ja, ich sage immer auf die wichtigste Frage, die beste gründbare Antwort suchen, sich so engagieren, dass wir unserer Verantwortung in der Welt gerecht werden, dass die Kinder der Zukunft oder ein Außerirdischer vom Mars oder wo auch immer her, oder Mr. Spock halt der Vulkanier, dass die unser Verhalten als ausgewogen, als etwas, wozu wir stehen können, unter Verantwortungsgesichtspunkt. Deshalb sind wir jetzt hier, die Demonstration hier gegen die Corona-Maßnahmen morgen ist verboten. Wir überlegen, also jetzt gerade ich, der ich das Zeltcamp hier versuche zu koordinieren, was ich als das Herzstück der Widerstandsbewegung erachte, dann eine illegale Campaktion zu machen. Da gab es eher schon Strafanzeigen gegen mich und eine Mitaktivistin. Die wurde dann eingestellt und ich habe mich beschwert, weil ich keine Einstellung will, sondern weil ich einen echten Klärungsprozess möchte. Der fehlt uns insgesamt. Wir haben noch nicht mal eine echte freie Argumentekulturplattform. Weshalb es sehr wichtig ist, dass wir dieses von Dillen schon genannte Forum haben. Und ich lade euch alle ein für die Verfolgung vieler weiterer Fäden in viel mehr Gründlichkeit. Kommt mit in dieses freie Argumentekulturforum. Damit gebe ich wieder weiter an den Dillen. Ja, vielen Dank. Bitte Mikro abstellen. Ja, ganz kurz erst einmal, Luis, wir sind gerade im Plenum mit dem Plenumsthema. Welche vorteilbringenden Irrtümer oder Irrtümer vermuten wir uns gegenseitig in unseren Weltbildern? Und das mache ich. Aber bevor ich das jetzt gleich nochmal richtig mache, und zwar nochmal intensiviert jetzt mache, weil es immer deutlicher wird, weil wir durch die Wiederholung immer deutlicher ich auch erkenne, wo die Probleme sind. Erst einmal noch einmal zu ÖFÖF. Wenn ich von Naturwissenschaft rede, meine ich nicht den naturwissenschaftlichen Müllstandard an den Universitäten. Da sind wir uns einig, dass das oft die Realität verfehlt. Aber du merkst ja, dass man beim Niveau, und zwar ich rede davon von dem Standard der neuen echten Naturwissenschaft. Das ist der Standard ab 1980, ab Professor Richard Dawkins, der erkannt hat, dass das kapitalistische System irgendwie nicht funktioniert. Und
der darüber ganz klar geredet hat. Er hat eigentlich eine vernichtende Kritik damals geschrieben, die schon völlig, eigentlich schon alles darstellt, dass die alle Übel des Kapitalismus deutlich macht. Ja? Und insofern ist damit seit Richard Dawkins, viele haben nicht auf ihn gehört, aber seit 1980 ist die neue Naturwissenschaft da. Und die vertritt aber in der Welt bisher ausschließlich der Weltrat und die Next Scientists for Future, leider. Aber nur das meine ich, wenn ich von Naturwissenschaft rede. Also das heißt, mit dieser vollständigen Offenheit für all diese, auch den Verantwortungsgedanken und dafür, wie wir die Menschen dazu bringen, verantwortungsbewusstes, gutes Handeln an den Tag zu legen. Und das unterstützen teilweise mit Anreizen, aber auch, ja, also mir ist jeder Weg recht, der die Menschen zu einem gut verantwortungsbewussten Gutes tun, verantwortlichen Gutes tun, bringen, egal wie. Da ist mir jedes Mittel recht. Ne? Denn daran krankt es in der Welt. Ja, andererseits, wenn Louis, wenn du sagst, ja, ich habe doch gesagt damit, dass ich das anders sehe, bestimmte Dinge. Wenn du das dann sagst, das unterstellt ja, also weißt du, das bedeutet letztendlich, dass du sagst, damit eigentlich indirekt sagt, ich will meine Irrtümer behalten. Ich will darüber gar nicht weiter reden. Ich bestehe auf meinen Irrtümern. Ich bestehe darauf, dass es sich dabei um Wahrheiten handelt. Ja, dann findet aber das Entscheidende in der Kommune nicht mehr statt, nämlich dass man sich gegenseitig auf die Irrtümer anspricht. Ja? Also ich denke, du solltest ganz, ganz offen dafür werden, dass du immer wieder das Gleiche hören kriegst, weil du nämlich aus meiner Sicht, ich sag jetzt mal ganz knallhart, was ich nämlich, wenn ich dich kennengelernt hätte irgendwo, zum Beispiel auf dieser Fahrt jetzt, und ich wäre mit dir ins Gespräch gekommen und ich hätte diese esoterischen Gedanken von dir gehört, dann hätte ich gesagt, mit so einem Verrückten gehe ich nie in eine Kommune. Ja, das heißt also, denn diese esoterischen Gedanken schrecken ganz viele Leute ab. Du lebst nicht richtig in der Realität. Die Leute, die gerade im Forum mit ihren esoterischen Gedanken da rumdonnern, will ich es mal sagen, weil es sind auch Beleidigungen dabei, wieder ganz massive, ja. Diese Leute, die also immer auch oft ganz oft charakterliche Mängel haben, ja, diese Leute sozusagen schrecken jeden vernünftigen Menschen, der eigentlich vielleicht ideal für eine Kommune geeignet wäre, so total ab, dass ich deswegen nochmal sagen würde, nur mit dem Dreamteam Öff und Dylan und dir gemeinsam mit potenziellen neuen Leuten zu sprechen, weil eben, Louis, du selbst gar nicht merkst, dass du gerade die besten Leute, die am geeignetsten für eine gute Kommune wären, total abschrecken würden. Wenn ich dich jetzt einfach nur irgendwo so kennengelernt hätte und du hättest von Kommune erzählt und hättest mich gefragt und dann hätte ich gesagt, ja Tor, ich bin total interessiert im Prinzip an Kommune. Und wenn ich dann aber deine esoterischen Gedanken gehört hätte, dann hätte ich gesagt, oh Gott, mit sowas Verrückten will ich nichts zu tun haben, da wird nichts draus. So jemand, der ist Kommunen ungeeignet mit seinen esoterischen Gedanken. Und jetzt nur noch ganz kurz mache ich das, aber nur ganz kurz, sozusagen, ja, es, zum Beispiel hast du das letzte Mal Experimente genannt, die Gedanken hätten irgendwie die Wasserkristalle oder irgendwas beeinflusst oder die Gedanken hätten den, oder irgendwas hätte diesen Roboter da, den Meerroboter beeinflusst, ja. Ich erinnere mich ganz konkret an so Dinge, zum Beispiel, dass Esoteriker oft behaupten, sie könnten mit Wünschelruten Wasserarten dann entdecken und so weiter. Sowas, man hat sowas und vieles andere hat man immer wieder untersucht und hat man, ich erinnere mich leider nicht mehr. Ich habe nur alle diese Untersuchungen habe ich halt nur im zusammenfassend leider nur noch im Kopf, als dass es sich überall als Betrug, als Selbstbetrug, als Täuschung, als Irrtum herausgestellt hat und dass nie was dran war, egal was man jemals untersucht hat.
Und natürlich hast du recht, es könnte trotzdem wahr sein. Bestimmte unter diesen ganzen Behauptungen könnten trotzdem wahr sein. Aber wie gesagt, wenn wir uns jetzt treiben lassen von jeder dieser Sachen, ich kann nur noch mal sagen, dass natürlich kann ein Mensch jede Behauptung aufstellen, dass alles nicht gelten würde, was die Physiker herausgefunden haben in den letzten Jahrhunderten, ja, dass alles falsch ist. Aber dann könnten wir wirklich, könnten wir uns mit nichts anderem mehr beschäftigen als damit, als dass wir eine Studie nach der anderen machen, nur um all diese Lügen und Irrtümer und Betrügereien und Selbstbetrügereien jeweils auffliegen zu lassen. Da hätten wir keine Zeit mehr für irgendwas anderes und dann hätten wir keine Zeit mehr für die Weltrettung. Ja, ich gebe weiter an Luis. Dankeschön. Ja, danke für die Ehrlichkeit. Also schau mal, dass ich mit jemand Neues, der sich an die Kommune interessiert zeigt, nicht sofort das sogenannte von dir Dream Team einschalte. Das heißt ja überhaupt nicht, dass ich nicht bereit bin, jede Kritik anzuhören und zu prüfen. Also aus meiner Sicht bin ich ja, also ich kenne niemanden, der noch bereiter ist, Kritik zu prüfen. Ich kenne hoffentlich jemanden, der genauso bereit ist. Und von dir zu hören, so hast du es in der letzten Telco halt zuerst mal gesagt. Eventuell hast du jetzt das ein bisschen relativiert. Aber wenn mir jemand sagt, er ist hardcore für Falsifizierung und Reflexion und Kritik und schließt dann Sachen aus, also für mich ist jeder, der Sachen ausschließt, ich sehe keinen Vorteil darin, Sachen auszuschließen. Man kann mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit sagen, das wird nicht zutreffen, aber ausschließen bringt nichts. Wer das anders sieht, kann gern mit mir begründen, aber ich habe noch keinen ernst nehmen können, der das macht, schon gar nicht, der von Wissenschaftlichkeit redet. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die mich jetzt bei dir abschreckt, aber das heißt nicht, dass wir grundsätzlich nicht geeignet sind für Kommunen. Und ich sehe das sowieso ein bisschen krasser. Jeder, der behauptet, dass er halt Konfliktklärungsprozesse auf eine bestimmte Art eingeht, solange er nicht das Gegenteil bewiesen hat und das richtig holprig läuft und wir richtig schlecht zusammenpassen, halte ich immer noch den Prozess des Konfliktklärens halt für quasi die Religion, die angesagt ist, um die eigene, ja, um halt den Egoismus potenziell zu transzendieren und halt sich auf was Gemeinsames einzulassen. Wenn du die Sachen, die Studien, die ich genannt habe, wenn du die so absurd findest, ich finde die nicht absurd, für mich fühlen die sich gut an und nenn mir gern, wie gesagt, die Studien, die dir quasi aus deiner Sicht begründet, die Esoterik skeptisch gemacht haben, dann ist auch noch mal die Frage, wie 100% immer zutreffend sind jetzt diese Studien. Und ja, wie gesagt, ich finde, ausschließen bringt überhaupt nichts. Und egal, wer mich aus welchen Gründen oder halt egal, wer mich wie verrückt findet, das ist halt hauptsächlich sein Problem. Und natürlich arbeite ich daran, Leute besser zu verstehen und mein Auftreten und meine Formulierungen eher breiter hörbar zu machen als mega provokant auf die Spitze getrieben. Hätte ich jetzt auch wieder besser machen können, natürlich. Also quasi alle Leute, die ich treffe, letzten Endes das auch treffen und da bohre ich wirklich hart nach, wie ich kann, sind halt so, dass sie hier und da irgendwas bejahen, wie Selbstreflexion und Austausch. Und je härter es hart auf hart geht, ist es nicht der Fall. Bei dir bin ich jetzt noch am Rätseln. Wir reden immerhin noch zivilisiert zusammen und erzählen uns halt begründet, warum wir skeptisch sind. Und das ist auch super. Ich kann dir halt sagen, als in der letzten Telco du das erste Mal das meintest, du schließt Sachen aus, habe ich mir echt gedacht, Wahnsinn. Wieder mal meine Dauererfahrung, Leute geben sich so und so offen. Es gibt dann auch noch Leute, die sich gar nicht erst so offen geben, die keinen Hehl draus machen, dass sie Sachen ausschließen und sich trotzdem für super wissenschaftlich halten. Naja, ich glaube, ich wiederhole mich und es ist klar geworden, was ich denke. Ja, ich gehe mal weiter, danke.
Ja, ich danke meinen Vorrednern. Und ich sage nochmal, also ich glaube, man könnte viel Zeit sich auch sparen, was diese Diskussion über Esoterik und über andere wissenschaftliche Themen angeht, wenn man alles immer daraufhin prüft, inwiefern es den Verantwortungserkenntnissen der Wissenschaft oder der grundlegenden Verantwortungswissenschaft entspricht oder damit sich harmonisch mit verbindet oder sich dagegen stellt oder davon ablenkt. Aber ich will, hatte ich beim letzten Gespräch am Mittwoch schon gesagt, mal ein schönes Beispiel bringen für die Gefahr, dass wir uns in Ideologisierung von Sichtweisen verrennen. Auch das Gärtnerbeispiel oder was? Genau. Genau, also los, ich freue mich drauf. Ja, genau. Also ich mache es ein bisschen gerafter drauf, aber ich greife den Kerninhalt so auf. Zwei Forscher laufen durch den tiefsten Urwald und plötzlich kommen sie auf eine Lichtung und auf der Lichtung wachsen die Pflanzen seltsam geordnet. Es sieht geradezu aus, als wäre das ein Beet, was ein Gärtner da angelegt hat. Und der eine Wissenschaftler sagt zum anderen, hey, schau mal, was wir gefunden haben. Das muss hier ein Gärtner gemacht haben, so geordnet, wie das aussieht. Und der andere sagt, wo soll hier mitten im unberührtesten Urwald ein Gärtner herkommen, der hier diese Beete angelegt hätte? Das wird irgendeine natürliche Ursache haben, die wir jetzt noch nicht erkennen können. Aber das ist doch viel wahrscheinlicher. Und der andere sagt, nein, ich bleibe dabei, es ist ein Gärtner. Wie kannst du nur so stur sein und das so von dir weisen? Das ist doch offensichtlich. Und dann sagt der andere, wir sind doch Wissenschaftler. Lass uns die Dinge wissenschaftlich prüfen. Wir werden jetzt hier bleiben bei der Lichtung und wir warten, ob ein Gärtner kommt. Und sie richten sich auf der Lichtung ein und einige Tage vergehen, Wochen vergehen, kein Gärtner wird sichtbar. Der zweite sagt zum ersten, siehst du, es gibt hier keinen Gärtner, irgendeine natürliche Ursache. Der andere sagt, nein, hier ist ein Gärtner, aber er wird unsichtbar sein. Er wird unsichtbar kommen, sodass wir ihn nicht erkennen können, wenn er hier seinen Garten pflegt. Okay, wenn du ihn unbedingt rein, sagt der zweite, dann lass uns andere Forschungsmethoden, andere Testmethoden anwenden. Und so gehen sie hin und setzen eine Infrarotkamera ein und ziehen Elektrodrähte, unsichtbar, ziemlich unsichtbare Elektrodrähte um das Beet, wo es kaum möglich wäre für jemanden, der da hingehen will, nicht mit diesen Drähten irgendwie in Berührung zu kommen. Und sie warten wieder. Und nach einigen Wochen sagt der Zweite zum Ersten, siehst du, es gibt hier keinen Gärtner. Das ist eine nicht haltbare Behauptung, die du da aufstellst. Und der Erste sagt, nein, es muss einen Gärtner geben. Guck mal, du siehst doch, dieses Beet ist viel zu geordnet, als dass es keinen Gärtner gibt. Okay, sagt der Zweite dann wieder. Was schlägst du als weitere Methoden vor, wie wir testen können? Also bislang haben wir, dass es ein unsichtbarer Gärtner ist, der nicht empfindlich ist für elektrische Schläge und von Infrarot eben auch nicht erfasst werden kann. Also wir haben Wärmebildkameras, was wir da so alles haben. Das ist eine sehr komplexe Infrarotkamera. Ne? Also wir haben nichts, was wir wahrnehmen können. Es gibt kein Beispiel dafür. Was unterscheidet deinen Gärtner, der unsichtbar ist, nicht elektrisch erfassbar ist und nicht mit anderen Kontrollmitteln? Was unterscheidet denn deine Behauptung, dass da ein Gärtner wäre, von der Aussage, es gibt keinen Gärtner mehr? Und ja, also das ist ein gutes Beispiel dafür, wie viele Leute ja sagen, es gibt Gottesgläubige, die so auf den Glauben an Gott beharren, gegen alle wissenschaftliche Prüfbarkeit, dass das eine haltlose, irrationale, sture Ideologie wäre. Und es gibt in der Esoterik viele Behauptungen, die sich so einfach in einer Weise unangreifbar machen, dass es eben kaum etwas gibt, wodurch sie am Ende widerlegt werden könnten. Also da muss man halt jedenfalls sehr aufpassen. Deshalb hat ja Karl Popper das Falsifikationsprinzip auch so betont. Und das würde bedeuten, dass jemand, der eine Theorie aufstellt, bitteschön dazu sagt, wodurch sie widerlegt werden kann. Also derjenige, der jetzt den Gärtner behauptet, sollte dazu sagen, wodurch seine Behauptung widerlegt werden kann, dass da ein Gärtner wäre. Okay, das ist die Geschichte vom Gärtnerbeispiel. Und ich würde jetzt mal sagen,
es wäre gut, wenn wir statt des Falsifikationsprinzips ein Verantwortungskorrelationsprinzip einführen, dass wir sagen, jede Theorie oder jede These sollte sich in der Weise auch rechtfertigen, dass sie ihren Bezug zur Verantwortungswissenschaft offenlegt und beschreibt, inwiefern das förderlich dafür sein soll, statt destruktiv bzw. ablenkend. Ja, also mal so viel als neue öppische Theorie statt Falsifikation das Verantwortungskorrelationsprinzip zur Prüfung von Thesen. Ich gebe weiter an den Dylan. Hast du erfunden, ja? Ja, bitte Mikro abstellen. Ja. Hört ihr mich gut, ja? Vielleicht noch mal ganz kurz, ihr hört mich gut, gell? Sehr gutes Beispiel, Also, du weißt, ich brauche so ein Beispiel nicht. Ich weiß das alles, ja, im Prinzip, weil ich eben diese solide 40-jährige naturwissenschaftliche Gesamtausbildung habe, ja. Und dadurch ist mir das alles selbstverständlich. Und es geht letztendlich darum, zum Beispiel, ich würde niemandem jetzt absprechen wollen, dass es Gott gibt. Aber es geht doch um den Einfluss auf die irdische Physik, ob man den nachweisen kann. Und jetzt, eigentlich müssten wir jetzt, Luis, ich frage dich jetzt, welchen Nutzen haben aus deiner Sicht die, nehmen wir mal an, ich akzeptiere jetzt, dass du sagst quasi, wir müssen die Physik erweitern, es gibt diese Kräfte, die Esoterik behauptet in diesen Experimenten, ja? Was machst du daraus? Welche Folgerung für Kommunenaufbau ziehst du daraus und welche Folgerung für Staatsaufbau ziehst du daraus? Und welchen Nutzen willst du da mit diesem neuen Wissen entfalten, dass wir wirklich eine bessere Welt kriegen, bessere Kommunen kriegen und eine bessere Welt wählen? Und da kann ich bis jetzt nicht erkennen, dass irgendein esoterisches Ergebnis, wenn es die Wahrheit wäre, auch nur irgendeinen Nutzen haben könnte. Ja, und ich mache mal ein Beispiel. Nehmen wir mal an, wir haben die religiöse Idee, Maria hatte die unbefleckte Empfängnis und wurde schwanger von Gott sozusagen und Josef war nicht der Vater. Jetzt müssten wir eigentlich... Könntest du jetzt sagen, Luis, ja, jetzt muss die Wissenschaft hingehen und muss gucken, und wenn sie dann 100 Jahre dafür braucht, 1000 Jahre dafür braucht, muss sie jetzt immer wieder suchen nach dem Leichnam von Jesus, Gene dort entnehmen, Genmaterial, und dem Leichnam von Maria suchen und dem Leichnam von Josef suchen. Und dann den Gentest machen und dann feststellen, dass eben sozusagen entweder feststellen, dass Josef tatsächlich der leibliche Vater war, also dass die unbefleckte Empfängnis, die religiöse Behauptung, das sei möglich, dass Gott im Moment in die Physik der Erde eingreifen würde, wäre damit widerlegt. Ja, diese Behauptung an dieser Stelle. Und aber die Wissenschaft wäre jetzt völlig lahmgelegt, wenn sie jetzt wirklich Jahrhunderte darauf verwenden würde, nichts anderes zu untersuchen, als durch die Welt zu wandern, um zu gucken, ob man irgendwo den Leichnam von Jesus, von Maria und Josef findet. Das ist einfach der falsche Weg. Es gab immer wieder, glaube ich, ich habe es nur so grob in Erinnerung, weil ich das schon vor Jahrzehnten alles abgehakt habe, gab es auch wohl Untersuchungen, die darauf hingingen, greift irgendwo ein Gott in irgendetwas ein? Oder denken wir an so Dinge wie Telepathie. Gibt es Telepathie? Hat man lauter Studien gemacht und immer festgestellt, gibt's nicht. Das ist alles, das sind alles Tricksereien oder ist irgendwas, aber gibt den Effekt nicht. Es gibt keinen Menschen, der die Gedanken des anderen lesen kann und so weiter. Ja, das sind alles Fantastereien, die alle widerlegt wurden und dann hat man es halt mal damit bei gut sein lassen. Aber deswegen zurück
auf dich, Luis. Wo ist der Nutzen? Wo ist der Nutzen zur Erzeugung einer besseren Kommune oder einer besseren Welt? Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass deine diese esoterischen Studien nicht Betrug wären, sondern Wahrheit wären. Wo wäre der Nutzen darin? Denn ich bin auch der Meinung, dass Wissenschaft, dass man nur Wissenschaft verantworten kann, die auch einen Nutzen für die Verbesserung des Lebens der Menschen erzielen kann. Andere Forschung halte ich für Zeitvergeudung. Auch da bin ich der Meinung, dass da also die Wissenschaftsvorstellung, dass man alles untersuchen sollte und immer alles untersuchen sollte, dass das einfach ja nicht geht. Wir können einfach nicht immer alles untersuchen, sondern wir sollten das untersuchen, was das Leben der Menschen verbessert. Ich gebe weiter an Luis und bitte um Beantwortung besonders der Frage, wo ist der Nutzen aus deiner Sicht von denen aus meiner Sicht ja völlig unrealistischen Studien, wo ist aus deiner Sicht der Nutzen für die Menschheit darin? Ja, also für mich fühlt sich das gut an, dass ich mir denke, eine Emotion hat auch einen Einfluss auf eine Maschine. Das fördert aus meiner Sicht positives Denken, was sich gut anfühlt. Wenn man jetzt die Behauptung, dass ein Schmetterlingsschlag am Amazonas irgendeinen Wirbelsturm sonst woanders auslöst, habe ich so im Ohr, kann man mir gern wissenschaftlich verfetzen. Jedenfalls, man könnte sagen, dass macht es Menschen leichter, den Mut aufzubringen, ihr Verhalten radikal ihren Idealen anzupassen und nicht auf den Nachbarn zu hören, der sagt, ja, aber die anderen werden alle nicht mitmachen, da kann ich auch genauso gut weiter stumpfsinnig meine Vorteile suchen. Also ist jetzt nicht der Geistesblitz überhaupt, aber aus meiner Sicht ist die Fragestellung gar nicht unbedingt die, die du machst. Also auch, dass du jetzt abgeleitet hast, die Sache mit Gott und dem Forschen. Also für mich ist einfach, wenn jemand meint, etwas ausschließen zu können, dann kann der ja diese Forschung anstellen. Und dann ist immer noch die Frage, ob die Ergebnisse, die aus seiner Sicht das jetzt beweisen, dass er es ausschließen kann, irgendjemand anders zu der zu dem Verrenkung bringen, irgendwas ausschließen zu wollen. Warum? Welchen Vorteil hat das, was auszuschließen? Das reicht doch, dass es so eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, dass ich praktisch ausschließen kann oder dass ich mein Verhalten halt so modifizieren kann, als ob es auszuschließen wäre. Aber man muss es deswegen nicht ausschließen. Also ich frage dich, was ist der Vorteil davon, was auszuschließen? So, eventuell bin ich der lila Osterhase, der die Welt regiert. Du kannst es aus meiner Sicht nicht ausschließen, aber du kannst halt so handeln, als könntest du es ausschließen. Und das ist doch quasi ähnlich praktisch. Das fällt doch nicht ins Gewicht, dass du es nicht ausschließen kannst. Aber ja. Ja, was gab's noch? Ja, das finde ich natürlich interessant, die spontane Erfindung gerade von Öffi, den Verantwortungskorrelationsdingpunkt. Prinzip. Ich denke, freies Denken ist einfach ein krasser Wert, der vor Fremdbestimmung, vor Marionettendenken, vor unnötigen Grenzen potenziell schützen kann. Und den aufrechtzuerhalten und auch dafür zu werben und dann die daraus entstehenden Kommunikationen möglichst friedlich und konstruktiv und nicht beleidigend zu machen, finde ich alles im Sinne der Weiterentwicklung der Menschen zu friedlichen Wesen. Und ich habe ja auch nicht behauptet, ich hab die einfach Gedanken, die ich aus der Esoterik kenne, genannt, die für mich wertvoll sind. Daraufhin wurden Risiken genannt, wie die zu weniger Verantwortungsbewusstsein und Ausübung führen können. Diese Risiken kann ich nachvollziehen, diese Denke. Und ich habe
mit Öffi eine Formulierung gefunden, war auch nicht besonders schwer, wie man eben diese Gedanken in ihrer Heilsamkeit genießen kann und dennoch den Fokus behalten kann auf Verantwortungsdenken. Und gleichzeitig ist ein guter Freund von mir, den hast du ja auch kennengelernt, der doofe Blödi. Ich weiß, du schätzt ihn nicht. Ich weiß auch, dass dein Eindruck sehr kurz ist oder sehr, sehr, sehr klein. Und der hat letztens sehr brillant argumentiert, fand ich. Er hat auch Bereitschaft gezeigt, neuerdings mit Öffi zu diskutieren. Das wird dann wahrscheinlich wieder Relativierungsblase genannt werden von euch. Aber da bin ich noch neugierig drauf. Ansonsten gebe ich erstmal wieder weiter. Dann. Ja, ich danke meinen Vorrednern. Mir ist noch ein Aspekt wieder eingefallen, mit dem ich noch ein bisschen veranschaulichen kann, was ich im Vorbeitrag auch schon meinte. Dass ich der Ansicht bin, es ist schon gut, alles an Fantasien zuzulassen und da eine große Breite der Bewusstseinsfacetten zu erlauben und zu gucken, wie kann das eben auch unter dem Verantwortungskorrelationsprinzip fruchtbar sein. Während ich auf der anderen Seite auch den Aspekt eben, was ist auch als wissenschaftlich möglich gesichert zu betrachten, im Sinne jetzt von Gewissheitskriterien wertvoll finde. Also da bin ich der Ansicht, sollte man auch sehr kritisch mit umgehen, auch gegenüber Theorien, die, ich sag mal, schöne Fantastereien sein können, die aber sich als gewiss darstellen. Also das würde ich sehr unterscheiden wollen. Und ich habe da auch Begriffe für. Das eine ist natürlich die Gewissheitswissenschaft und das andere nenne ich spirituelle Pragmatik. Also da kann man als Beispiel in der Philosophiegeschichte auch die Wette von Pascal sehen. Also ob man an Gott glaubt oder nicht. Und Pascal sagt am Ende ganz unabhängig davon, wie viele Gewissheitsfaktoren man dafür entstellen könnte. Wenn es mich glücklicher macht und mich hier erfüllter auch für sinnvolle Ziele in diesem Leben wirken lässt, dann habe ich mehr davon dran zu glauben, als wenn ich nicht dran glaube. Und das ist ein Argument für den Glauben, statt dagegen. Und also die Frage nach dem, was ist das Leben, also ist die Materie auch belebt, kann überhaupt irgendwie ein Gerät, ein Computer oder was weiß ich, kann der auch Emotionen entwickeln oder emotionale Reaktionen zeigen? Das ist auch faszinierende Fragestellung. Also Mahatma Gandhi hatte eben auch die Forschung, genauso wie die Gaia-Theorie, dass eventuell, also die Erde, sowas sein könnte wie ein Superorganismus oder wenn man ganz weit greift, vielleicht sogar eine Form von Organismus. Und dass auch dass der Kosmos so ein lebendiger Untergrund oder Hintergrund haben könnte. Also ich würde an dieser Stelle sagen, unter gewissheitswissenschaftlichen Gesichtspunkten glaube ich, dass solche Annahmen noch ziemlich stark an Grenzen stoßen. Also da kann man nicht einfach von ausgehen, ist mein Stand der Dinge, dass so etwas möglich ist oder dass das der Fall ist, Tatsache ist. Aber unter spirituell pragmatischen Gesichtspunkten, auch die Indianer mit Mutter Erde halt und mit solchen Vorstellungswelten, mit solchen Fantasiewelten zu arbeiten, kann wertvolle Verbundenheits- und Moraleinstellungen von Menschen unterstützen. Und in dem Sinne damit zu arbeiten, ist das nichts Verkehrtes dran in meinen Augen. Genauso wie man mit Placebo-Effekten in der Gesundheitswirkung aus meiner Sicht in manchen Situationen durchaus arbeiten kann. Also man diese Wirkung auch psychologisch sowohl nachweisen, wie auch vielleicht sinnvoll einsetzen kann in betroffenen Situationen. Ja, also ich bin für große Offenheit, immer mit Gesichtspunkt darauf, was hilft uns am meisten, global verantwortliche oder ganzheitlich verantwortliche Menschen werden zu können. Damit gebe ich weiter an den Dillen wieder. Ja, vielen Dank. Ja, ganz wichtige Punkte jetzt hier. Luis, nur ich gebe die Rückmeldung, so wie wir das in der Psychoanalyse gelernt haben, dass wir die Situation dir rückmelden. Ja,
Ich handle nicht so, aber ich sag dir, was in mir geschieht, emotional. In mir geschieht, dass ich emotional, in mir die Motivation entsteht, den Kontakt mit dir abzubrechen, Luis, weil die jetzige Szene zeigt uns als Psychoanalytiker, zeigt ja gerade das, was die Esoterik mit Menschen macht. Sie raubt uns die Lebensenergie. Sie vergeudet unsere Lebensenergie, dass wir quasi über diese Dinge diskutieren und diskutieren müssen. Dazu zwingt uns die Esoterik. Und sozusagen jetzt, ich nehme nochmal die Studie, ja, dass Emotionen ein Gerät beeinflussen könnten. Das heißt, das würde ja bedeuten, dass die Emotionen, dass die Hirnelektrik sozusagen eine so weitreichend, also quasi auf das Gerät so stark wäre, dass sie auf das Gerät einwirken könnte. Das ist ja das Gleiche beim positiven Denken, dass also irgendwie die Emotionen und Gedanken über das Gehirn hinaus eine gewisse strahlende Wirkung hätten, die Information auch nach außen hin weitergibt. Jetzt hat man aber Studien gemacht, zum Beispiel, dass eben ja zum Beispiel beim EEG, dass diese elektrischen Ströme absolut winzig sind und dass man, wenn man sie außen misst, dass man überhaupt keinerlei Information außen erfassen kann. Der einzige Weg, erfassen konnte, was jemand denkt, war, dass man mit Elektroden in bestimmte Gehirnteile gegangen ist und mit den Elektroden im Gehirn an der einzelnen Gehirnzelle bestimmte Sachen abgemessen hatte, und dann konnte man so ungefähr so irgendwie so ein bisschen was mitkriegen, was da der Mensch wohl gerade auch zum Beispiel für eine Emotion gerade hat. Ja, das war tatsächlich möglich. Das ging aber nur durch Elektroden im Gehirn. Ja, und wenn man außen beim EEG kann man ja alles ganz fein messen, aber man kriegt null Information, was in dem Gehirn wirklich letztendlich tatsächlich stattfindet. Man kann nur, soweit es dort bestimmte Gehirnregionen gibt, von der Hirnrinde, die für bestimmte Sachen tendenziell zuständig sind, kann man dann sagen, dass da vielleicht gerade eine Gehirnaktivität im Sprechzentrum vielleicht vorliegt oder im visuellen Kortex irgendwas vorliegt. Aber was es ist, ist null Chance, jemals erfassen zu können. Jetzt würde also quasi die Esoterik behaupten, dass es da also noch ganz andere Strahlungen gäbe, dass es da noch etwas gibt, was niemand jemals messen konnte, niemand jemals ableiten konnte. Und Luis, deine Argumentation, die esoterische Argumentation, führt dazu, dass dann ja quasi jeder alles glauben soll. Das heißt, wir würden dann also nie mehr über irgendwas überhaupt noch einen Konsens bekommen, weil wenn du sagst, dass ich ja offen sein muss dafür, dass auch noch die absurdesten Behauptungen doch wahr sein könnten, was ja richtig ist, rein theoretisch als Gedanke, dann bekommen wir in der Praxis nie für irgendwas jemals wieder einen Konsens hin, ja? Und diese unendliche Diskussion jetzt gerade hier zeigt ja gerade, dass wie gefährlich die Esoterik ist. Sie raubt, die Esoterik verkauft diese Ideen, dann verdient sie dafür Geld. Sie hat also ihr Geschäft gemacht. Und wenn dann die Menschen ihre ganze Lebensenergie damit vergeuden, dass sie versuchen, anderen Menschen diese esoterischen Ideen und Erweiterungen der Physik quasi nahezubringen, dann sind wir alle absorbiert damit, sozusagen unsere Zeit zu vergeuden damit. Und deswegen wäre jetzt natürlich die Frage, könnten wir uns denn darauf einigen, dass du entweder sagst, welche nutzen uns diese esoterischen Überlegungen jetzt für die Gestaltung der Kommune, der idealen Kommune bringen können?
oder dass wir das Thema einfach ausklammern und mal gucken, wie weit wir mit den bisherigen Ideen einfach eine ideale Kommune hinbekommen. Ja, denn ohne die ideale Kommune können wir die Welt nicht umbauen, weil die Leute nicht kommen, weil die Masse der Menschen nicht kommen wird. Also, und nochmal abschließend, also meine Emotion wäre gegen Sachen gegenüber, ist in der Situation jetzt, dass einfach ein esoterischer Mensch wie Luis oder auch im Forum habe ich das ja empfunden, weswegen ich mich dann aus den Diskussionen ausgeklinkt habe, dass diese Esoteriker mir einfach nur Lebensenergie und Lebenszeit rauben und nichts bringen, sondern nur einen absurden Gedanken nach dem anderen äußern, wo aber ich keine Kommunenrealität sehe, wo ich nichts Konkretes sehe, außer nur aus, für mich nur zeitvergeudendes Gerede. Ja, Luis, hilf mir, sag, erklär mich auf, wo ist der Nutzen? Wo ist der Nutzen für den Kommunenaufbau, wenn wir esoterische Prinzipien oder neue physikalische Kräfte, die behauptet werden von der Esoterik, mit einbeziehen? Ich gebe weiter an Luis. Ja, danke wieder für die Ehrlichkeit. Ich fand, du hast es auch sehr, also gut hörbar beschrieben, dass das deine Emotionen sind und so. Hätte vielleicht auch anders formuliert werden können, dann hätte ich mich mehr angegriffen gefühlt. Also ist ein gutes Beispiel, ist eine Inspiration, das vielleicht ja, selber so machen zu können. Erstmal kann ich dir sagen, ich sehe erstmal keine Notwendigkeit, dass wir das Thema weiter diskutieren, speziell wenn du befürchtest, wie du ungefähr gesagt hast, dass die ganze Energie, die ganze Forschungsarbeit da drauf geht. Also finde ich, muss überhaupt nicht sein. Wenn mir eine konkrete Bedürftigkeit spürbar wird, dass ich aus diesem und jenem Grund über dieses und jenes reden möchte, muss, kann ich das ja beschreiben. Und wenn dann mein jeweiliges Gegenüber da nicht mitmachen kann, muss ich schauen, wie ich mit der Situation umgehe. In der Regel habe ich ja den Anspruch, über alles reden zu können mit meinen nahen Menschen. Ich strebe eigentlich an, dass diese Grenzen von Tabu und Geheimnistuerei und Unehrlichkeit nicht nötig sind und stattdessen eine tiefere Form von Einheit entsteht. Das ist ansatzweise möglich und fühlt sich sehr gut an und lässt mich Potenziale ahnen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es Nachteile hat, die ich noch entdecken werde, bin ich offen. Ansonsten kann ich sagen, welche Vorteile das hat. Naja, ich finde eben vorteilhaft, wenn man mit seinen Mitmenschen feststellt, man kann über verschiedene Gesichtspunkte reden und man kann sich dann auch respektvoll, friedlich einigen auf eine Art und Weise, wie man damit umgehen kann. Also ich habe ein viel besseres Gefühl, wenn ich mit jemandem so lange geredet habe, dass beide Parteien nicht mehr was auf der Zunge, auf dem Herzen haben, sondern dass beide sich vollständig aussprechen konnten und sie sind immer noch in einer widersprüchlichen Meinung, aber die typische Erfahrung ist leider, dass irgendjemand einen Informationsaustausch an irgendeinem Punkt ablockt. Und wenn das niemand macht, ist das schon so ein vergleichsweise paradiesisches Ding für uns, dass man halt auf Augenhöhe begründet, man sagt, glaube ich, Dissens, also in einer Meinungsverschiedenheit sein kann. Das kann ja auch total friedlich sein, das kann wieder beispielhaft sein dafür, wie man eben konstruktiv, nachhaltig zusammenleben kann. Ja, und zur Telepathie finde ich interessant zu hören. Ich hatte bisher eher Sachen gehört, die mich halt glauben haben lassen. Es war halt null wissenschaftlich fundiert, sondern halt irgendwelche Aussagen. Und ich kenne das halt auch als Musiker. Kann man jetzt auch schwer beweisen, aber kann man natürlich auch, muss man jetzt eine Telepathie nennen, weil man das aufgrund von vielen kleinen Sachverhalten vielleicht auch ablesen kann, wenn Dinge in der Musik sich spontan verändern und so. Aber auch im Basketball gewisse Pässe, also keine Ahnung, ich schmeiß den Ball dorthin, mein Mitspieler stand noch nicht da, aber es war eine geile Möglichkeit und intuitiv haben wir beide das geahnt.
ist die Frage, wo man von Telepathie redet, wo man von Glück redet, wo man von Intuition redet, wo man von auf der gleichen Wellenlänge redet. Ich bin da, wie gesagt, total aufgeschlossen, dass irgendwelche Sachen auch wissenschaftlich erforscht werden können mit Messgenauigkeitssteigerungen, von denen wir jetzt noch nichts wissen. Aber mir geht es nicht darum, irgendein Dogma aufzustellen, bis auf die Hoffnung, dass mein Gegenüber sich mein Zeug, was mir wichtig ist, anhört und quasi begründet seine Meinung macht und nicht mich mittendrin abbricht. Und bisher hatte ich das Gefühl, ich kann sprechen und ich finde schön, auf welchem Niveau wir die Fragestellung präzisieren, um unsere Bedürfnisse jeweils darzustellen. Also danke und ich gehe weiter. Ja, ich danke den Vorrednern. Wir sind mit dem Autokurs hier am Ziel angekommen. Es kann sein, dass wir jetzt hier gleich rausgehen aus dem Auto und dann in andere Gespräche aufkommen. So, jetzt sind wir hier schon raus. Jetzt müssen wir mal gucken von der Lautstärke her. Das wird alles gut. Alles gut, alles klar, Kontrolle. Dass wir nochmal ein bisschen beiseite gehen, dass wir das Gespräch nochmal beenden können. Wir kommen gleich wieder. Ja, ja. Ja. So. Ja, mein Vorschlag wäre, weil ich auch heute sehr müde bin, hört ihr mich gut? Ja, warten wir erstmal, da fahren ein Polizeiauto vorbei, dann können wir gleich wieder das mal hören. Ja. Also meine Bitte wäre, wenn ich vielleicht jetzt noch mal kurz das zusammenfasse, denn ich finde, wir haben jetzt so eine Art, ich könnte so eine Art Zwischenergebnis mal für heute formulieren und so, dass wir dann versuchen, so zu gucken, ob noch jemand was Dringendes zu sagen hat. Ja, klar, Moment. Wollen wir erstmal als meinen Beitrag, wollte ich auch noch was Spannendes vielleicht hinzufügen. Ja gut, dann mach ruhig weiter. Dann starte ich jetzt nochmal deine 5 Minuten neu. Und dann kannst du gerne weitermachen, Tim. Ja. Also, ich finde es spannend, der Louis weiß das. Ich bin in letzter Zeit in mehrere Konfliktkonstellationen verstrickt worden, auch als Konfliktbegleiter, wo ich die Leute so ein bisschen irritiert habe, mit meinem auch Pragmatismus mit Konflikten überhaupt umzugehen. Also mit welchem Konflikt sollte man sich wie beschäftigen? Und wie viel Energie sollte man... Ganz kurzer technischer Hinweis. Dreh dich mal so, dass der Wind dich von nicht in das Mikrofon reinbläst. Ist es so besser? Im Moment gut. Ja, mach deinen Körper quasi vor das Mikrofon. Ja, und der Louis steht auch so gut, dass der Wind jetzt ein bisschen abgeblockt wird. Also wir leisten dem Winde guten Widerstand. Nochmal bitte die letzten 2 Sätze. Ja, also ich war in letzter Zeit in Konfliktbegleitungen verstrickt, mehrere, wo ich fasziniert war oder die Leute ein bisschen irritiert habe durch meine Art des pragmatischen Umgangs mit Konflikten. Denn ich habe immer die Frage gestellt, inwiefern, also ob überhaupt und in welchem Maße, inwiefern ist es sinnvoll, dass wir Konflikte behandeln? Und ich denke, dass die Frage auch da sein kann, was dient denn der Revolution, also der Verantwortung und Liebe in der Welt? Und ich glaube, also wir haben, oder ich bin oft bei den Leuten, die in die Konflikte beteiligt waren, auf eine gewisse Verbissenheit gestoßen. Das ist jetzt der Konflikt, den muss ich jetzt lösen. Und wenn der andere nicht richtig will, dann beharre ich, dann werde ich ein bisschen stur. Und wenn er nicht will, dann sage ich, ich kann mit ihm gar nichts mehr anfangen eventuell. Oder ich muss da hier ein großes Fass aufmachen. Und ich habe immer gesagt, lasst uns doch mal prüfen, inwiefern sind wir so miteinander verstrickt, so ungünstig miteinander verstrickt, dass wenn wir den Konflikt nicht lösen, wir dadurch beeinträchtigt sind, gelähmt sind, geschädigt sind, nicht so gut vorwärts arbeiten können. Oder inwiefern ist es möglich, dass wir einfach nach dem Prinzip der positiven Synergiebildung oder Verstärkung vorgehen. Das heißt, wir schauen, inwiefern hat denn jeder einen selbstständigen, freien Stand, mit dem er, und in der Regel waren das alles Leute mit einer satten Schnittmenge an gemeinsamer positiver Richtung, inwiefern können wir, jeder dann auf seinem selbstständigen Boden, auf dem er steht, vorwärts agieren
und beim Umgang miteinander einfach gucken, welcher Umgang miteinander, an welchen Stellen, in welcher Form, welcher Umgang stärkt die gemeinsame positive Richtung am meisten? Oder welcher würde uns von dieser gemeinsamen positiven Kraftentwicklung eher ablenken oder sogar schweren Schaden anrichten, indem da Spaltungen vielleicht geschehen, wo wir aber gemeinsam sehr gute Sachen weiter hätten verwirklichen können. Und insofern auch hier. Also ich bin der Ansicht, ich meine, meine Meinung habe ich kundgetan. Erstens ist sie gar nicht so wichtig zu dem Thema, weil wir gemeinsam für die gute Revolution viel wirken können, auch wenn wir es offen lassen. Aber meine Meinung habe ich kundgetan. Ich glaube, dass die Gewissheitswissenschaft nicht viele Anhaltspunkte dafür hat, dass wir die jetzige Materie oder ein Rasenmäher oder so etwas mit einer emotional versehen betrachten können, dass da eine emotionale Resonanz Menschen so drauf so Auswirkungen haben kann, wie dass der Rasenmäher freudig zu den Küken hinläuft oder sowas oder hinfährt. Andere Fragen sind natürlich, inwiefern künstliche Intelligenz auch emotionale Dimensionen mit erreichen kann. Das sind ganz andere Dinge. Aber auch da sind wir jetzt, also was die Gewissheitswissenschaft angeht, noch sehr im Dunkeln tappend, so würde ich das formulieren. Was die Verantwortungswissenschaft angeht, ist die Vorstellung jedenfalls, dass alles ein lebendiger Zusammenhang ist, kann förderlich sein für die Einstellung des Menschen, sich da verbunden zu fühlen und Empathie und Rücksicht und ja halt Förderung des Lebenszusammenhangs anzugehen. Übrigens teile ich da aber die Vorstellung von Dillon auch wieder. Die hatten wir angesprochen, als es darum ging, eben inwiefern sollte da so etwas gesagt werden wie die ganze Welt ist lebendig. Also statt Anthropozentrismus, Biozentrismus oder so etwas. Also da gibt es ja Streit um solche Ausrichtungen, welche Orientierung ist am besten. Da teile ich wieder ganz pragmatisch die Sicht von Dillon, dass wenn wir erstmal sagen, es geht darum, dass der Mensch schaut, was dem Menschen oder der Menschheit gut tut, dass wir auf jeden Fall ja, auch wenn wir die Pflanzen und Tiere nicht als so lebendig bewusst erachten oder die Erde nicht als so organisch verbunden oder so lebendig bewusst erachten wie uns Menschen, dass wenn wir sagen, wir tun jetzt alles mit Blick darauf, was der Menschheit dient, dann ist der Lebenszusammenhang aber im Sinne von Versorgungsstrukturen und Entstehungsstrukturen, also wir entstehen aus der Erde und wir kehren zur Erde zurück, dieser Zusammenhang ist auf jeden Fall eng genug, dass dann die Sorge um größtmögliches Wohlergehen des Menschen oder der Menschheit auch automatisch ein hinreichendes Wohlergehen der Pflanzen, Tiere und der Erde mitbewirkt. Also wir müssen auch da kein Entweder-Oder machen oder endlose Streitereien, weil wir können mit den verschiedenen Einstellungen können wir zu so einem gemeinsamen positiven Wirken kommen. Insofern auch, also ich glaube, dass es sehr hilfreich sein kann, wenn ihr, Louis und Dillon, euch sehr stark mit der Frage beschäftigt, inwiefern müssen wir vor allem an manchen einzelnen Stellen überhaupt dann Konflikte austragen oder inwiefern können wir Dinge auch stehen lassen und können trotzdem sehen, wie viele andere positive Potenziale, Synergiebildungen und positive Verstärkungen auch füreinander, untereinander sind möglich und können das auf die Weise, statt uns irgendwo zu verzetteln oder festzufahren, dann so weiterentwickeln. Also ich umarme jedenfalls an dieser Stelle auch mal durchs Telefon schon, wenn nicht noch was ganz Heißes kommt, was jetzt speziell mich auch anspricht oder wozu ich was sagen müsste, dann freue ich mich, danke für das gesamte Gespräch, danke den Zuschauern und hoffe, dass wir alle möglichst viel Einsicht, Erleuchtung, Kraft, Liebe für das gemeinsame Wirken, für eine Heilung der Welt, für eine globale Verantwortlichkeit freisetzen können. Ich gebe weiter. Ja, ist es in Ordnung, dass ich jetzt versuche, so eine Zusammenfassung des heutigen Termins zu machen? Natürlich, ja. Würde ich sagen, wenn du es auch einverstanden bist. Gut. Ja, ausnahmsweise, kleiner Witz. Ja, also erstmal ganz kurz zur Gaia-Vorstellung. Solange diese Gaia-Vorstellung benutzt wird, um sowas wie Verantwortungsbildung in den Menschen zu erzeugen und damit ja wieder zum Gutes tun führt, bin ich mit einverstanden. Als Physiker glaube ich es natürlich nicht, ja, dass es Realität ist. Aber wenn es genutzt wird, um Verantwortungsbildung damit zu machen, gerne, solange es in die richtige Richtung geht. Aber und solange
dass die Belohnung als ergänzende Maßnahme nicht deswegen ausgeschlossen wird. Und ich habe Öff ja so verstanden, dass er eben akzeptiert, dass eine zusätzliche ergänzende Maßnahme das Belohnungsprinzip, also die positiven Anreize sein können, die wir ja im Weltrat und bei Next Scientist for Future für ganz besonders wichtig halten. Ja? Und wenn wir das richtig verstanden, ja. Genau. Und insofern ist da null Konflikt, also brauchen wir das gar nicht zu thematisieren. Ja? Und dann nochmal ganz kurz zum Basketball. Ja, zum Beispiel, da das allein diese Basketballphänomene erklärt die moderne Wissenschaft so vollständig, dass ich die Idee der Telepathie nicht brauche. Wir wissen heute, dass ich stehe mit dem Rücken zum Korb zum Beispiel, ganz weit weg vom Korb. Ich kann niemanden sehen und trotzdem habe ich in meinem Gehirn jederzeit die Möglichkeit zu sehen, wie der andere erfahrungsgemäß laufen wird, weil er sozusagen ein kreativer Spieler wird. Er wird laufen ganz auf Verdacht, weil er sich denken wird, dass ohne gucken zu können, werde ich einen Rückwärtswurf starten, der genau dort endet, wo er normalerweise hinläuft. Und das geht mit null Telepathie. Unser Gehirn kann so etwas jederzeit. Ja, wir können das regelrecht im Gehirn sehen, wo der andere stehen wird gleich. Und genau da werfe ich dann rückwärts den Ball hin. Und das geht ganz ohne irgendwelche Telepathie-Illusionen ab. Ne? Aber ich fasse jetzt abschließend zusammen. Können wir damit leben? Ich bin bereit, das Experiment zu machen. Ist Kommune tatsächlich möglich mit Menschen, die an Esoterik glauben? Ich habe da so meine Zweifel, wenn ich an die Montagsgespräche denke, wo ich immer wieder dieses charakterliche Fehlverhalten sehe, das durch die Esoterik angestiftet wird. Ich bin der Meinung, dass die Esoterik einen schlechten Charakter fördert. Ja? Aber ich bin bereit zu dem Experiment. Ist Kommune möglich mit Menschen, sogar mit Menschen, die an Esoterik glauben? Ist das, und bei Louis habe ich den Eindruck, das könnte möglich sein, obwohl er an bestimmte Sachen glaubt. Ich bin aber nicht bei jedem Menschen der Meinung, dass die Esoterik wirkt sich bei manchen Menschen aus meiner Sicht charakterlich sehr negativ auf die Menschen aus. Ja? Ich sehe es auch im Forum, dass immer diese Esoteriker auch enorm beleidigend sind und aggressiv sind, ja, weil sie nämlich so sich eben wie Sektierer oft verhalten, ne? Dominant, beleidigend, alle Andersdenkenden werden beleidigt, die anderen Menschen sind dann Verstandesmenschen, haben kein Herz und sind herzlos und so weiter, ja, und das alles, um die Esoterik durchzudrücken, ja. Aber ich bin, wie gesagt, was Louis, du übrigens bis jetzt an Nutzen der Esoterik genannt hat, sieht übrigens die Naturwissenschaft genauso. So, wenn wir mal den nur als Naturwissenschaft bezeichnen, was im Weltrat gedacht wird. Das sehen wir genauso. Also was du bis jetzt an Nutzen genannt hast, da gibt es überhaupt keinen Dissens. Das sehen die Naturwissenschaftler ganz genauso. Ja, denn wir sind ja eine psychologische Naturwissenschaft. Wir sind ja Psychobiologen. Wir sind ja auf Emotionen geeicht, auf Gefühle, und alles Mögliche. Ja, ich komme ja von der Psychotherapie, von der Gefühlswelt, der Emotionen, der Psyche, der psychischen Einflüsse und. Also, können wir das heute abschließen? Weil ich fand es sehr konstruktiv, trotz der vielen Nebengeräusche. Ist Kommune möglich mit Menschen, die an Esoterik glauben, dass wir einfach dieses Experiment machen? Können wir es damit, jeder kann natürlich jederzeit noch was sagen, weil wir beenden ja immer nur dann, wenn alle fertig sind. Ja, also freut mich, Dylan, dass du jetzt zu dieser Schlussfolgerung gelangst. Ich wäre noch total neugierig, was jetzt für jemand wie mich, der scheinbar an Esoterik glaubt, das Pendant sein könnte zu deiner Frage. Vielleicht, also ich fände es total elegant, wenn du selber auch diese Pendant-Frage noch formulieren würdest, was dann quasi der Esoteriker über jemanden wie dich als möglichen Kommunepartner formulieren würde. Aber ich denke, ich traue allen Zugehörigen von allen Sparten zu, dass sie
durch entsprechend reflektiertes, aufgeschlossenes Verhalten die Traumkommune in diesem Universum, auf diesem Planeten, auf allen anderen Planeten hinkriegen. Danke soweit. Ja, also wenn Öff jetzt nichts mehr sagen muss, der hat sich ja schon verabschiedet, dann würde ich jetzt die Zuschauer verabschieden. Ja, können wir? Also, dann spätestens bis Montag und nächsten Samstag, ja? Ja, und ich könnte noch die Frage mal kurz provisorisch schon mal so sagen, so wie du sagst, kann man mit einem Esoteriker Kommune bilden, so könnte der Esoteriker sagen, kann man mit einem Rationalisten knochen wie dem Dillen. Mit einem Naturwissenschaftler. Naturwissenschaftler, genau. Und ich glaube tatsächlich, dass die Aufgeschlossenheit des Reflektierens, also frag jetzt wieder, das entscheidende Ding, was uns rettet oder verloren gehen lässt. Ja, aber solange das so der Fall ist, und Friedensagentur und alles, solange werden wir, sogar wenn wir über solche Dinge Uneinigkeit haben, aber über die wesentlichen, also Orientierungsfragen, ethischen Fragen, Spiritualität, soziale Fragen, Verantwortungsfragen, da werden wir uns einigen können. Und ob wir das können, wird entscheiden, ob das Zusammenleben darauf auf dieser Basis auch klappt. Ja, und eben, wie gesagt, nochmal der Hinweis, naturwissenschaftliche Menschen auf dem Niveau Weltrat und Next Scientist for Future, da geht es um Emotionen, Gefühle und übrigens nochmal der Hinweis, ein Mensch kann gar nicht emotional sein. Das heißt, ein Naturwissenschaftler hat genau die gleichen Gefühle wie jeder andere auch. Kann es gar keine Unterschiede geben. Es gab mal Menschen, die hatten tatsächlich keine bestimmte Gefühle nicht, weil sie kein Schmerzempfinden hatten. Zum Beispiel Kinder wurden geboren ohne Schmerzsensorik. Dadurch konnten sie Furcht nicht erleben. Die hatten die Emotion der Furcht nicht, der Angst nicht. Die haben tatsächlich mit dem Messer in ihr eigenes Bein reingeschnitten und sind daran verblutet und gestorben, weil sie keinen Angst empfinden konnten und keinen Schmerz, ja? Keine Angst und keinen Schmerz und keine Furcht. Ja, aber das aber sind Psychopathen, die keine Empathie empfinden können, ja? Aber da ist dann wirklich was kaputt am Gehirn. Aber an einem Naturwissenschaftler ist nichts kaputt. Nee, da muss nichts kaputt sein. Der hat ganz normale Gefühle wie jeder andere auch und das ist ja das Schlimme an der Esoterik, dass die immer versucht, den anderen Gefühle abzusprechen, ja? Das ist ja das Gefährliche an der Esoterik und das Unangenehme. Kann sein, aber nicht immer. Ja, aber haben wir doch montags ganz kräftig erlebt. Immer wieder. Genau, aber das heißt ja nicht immer. Naja, ich sag nur, dass die Gefahr bei der Esoterik, ich eben sehe, dass sie den Charakter beschädigen kann, im negativen Sinne, was ich bei dir, Luis, überhaupt nicht sehe, zum Glück. Also freut mich, wie gesagt, sehr zu hören. Mir ist sowas wie, die Formulierung kann man als esoterisch interessierter Mensch mit einem Esoterik-Skeptiker eine Kommune zusammen machen. Das bringt vielleicht ein bisschen. Genau. Und wie gesagt, oder mit einem Naturwissenschaftler, der eben sehr zielorientiert ist und dann im Zweifelsfall sogar, wie Öff ja vorgeschlagen hat, auch in der Lage ist, die Esoterik des anderen zu ignorieren, so wie ich zum Beispiel den Gottesglauben von Öff respektiere und ignorieren kann. Als Naturwissenschaftler. Ja, also meine Formulierung hat jetzt meine Situation ein bisschen pointierter auf den Punkt gebracht, aber ich denke, solange alle respektvoll miteinander reden und ihre Bedürfnisse klar machen, um was soll jetzt begründet werden, wo droht Zeitverschwendung und so weiter, ist alles total toll. Ja, super, dann hätten wir doch einen Abschluss für heute, oder? Ja! Ja, tschüssi, bis bald, bis Montag, tschüssi! Seid alle umarmt durchs Telefon! Tschüss! Viel Spaß bei der Demo! Tschüss! Ja, ciao.